von seinem Vater mit dem Tod bedroht worden. Der ist von der Familie geflüchtet. Und der Vater wurde von der Ahmadiyya-Gemeinschaft so extrem unter Druck gesetzt. Und das ist nicht das erste Mal. Sie reden sehr eloquent, und das ist auch großartig. Aber wissen Sie, mit dieser Eloquenz verharmlosen Sie auch oft die Seite der Opfer. Und die Opfer, die es in der Ahmadiyya-Gemeinschaft gibt, die kommen dann sehr oft zu uns. Und sie berichten von Kopftuchzwang, sie berichten von Gewalt innerhalb der Gemeinde auch. Ja. Ich kenne genügend Asylanten, die von der Ahmadiyya-Gemeinschaft, ich habe das in meinem Buch ja detailreich dargestellt, diese eidesstaatliche Erklärungen von Gewalt, die in den Ahmadiyya-Gemeinden ausgeübt wird, die zentral sind dort. Ja. Also ich finde, da muss man... Machen Sie da nichts gegen? Ja, ich muss zunächst einmal festhalten, dass das alles nicht belegbare Behauptungen sind, die jetzt so in den Raum geworfen werden. Ich meine, der Ahmadiyya-Muslim-Jamaat hat... Würden Sie denn sagen, dass Frauen bei Ihnen gleichberechtigt sind? Ja, selbstverständlich. Man muss schon zwei Dinge hier klarstellen, weil diese Vorwürfe einfach jetzt im Raum sind. Die Ahmadiyya-Muslim-Jamaat ist die einzige Gemeinschaft in Deutschland, der einzige muslimische Verband, der den Körperschaftsstatus erhalten hat. Und das nicht ohne Grund. Natürlich wird da genau untersucht und überprüft. Und das, was ich vielleicht allgemein... Um mal auch wegzukommen von dieser Gemeinde an sich. Das Problem, was Sie angerissen haben, ist ein grundsätzliches. Es geht nämlich darum zu unterscheiden zwischen der Lehre und der Praxis. Mhm. Ich würde jetzt nicht sagen, alle Muslime sind super aufgeklärt und alle Ahmadi-Muslime leben ein gleichberechtigtes Miteinander. Genauso wenig wie eben auch alle Christen das nicht tun. Wir haben viele Christen, die in Gefängnissen sitzen, weil sie straffällig und kriminell geworden sind. Und ich würde nicht behaupten, das hätte etwas mit der christlichen Lehre zu tun. Ja, sie töten und das möchte ich eben gerne auch von Ihnen, dass Sie diesen Unterschied machen. Es gibt Ahmadi-Muslime, die vielleicht irgendetwas getan haben, was nicht rechtens ist. Aber das der Gemeinde und der Lehre vorzuwerfen, das passiert ja auch mit dem Islam, das ist nicht rechtens. Aber, muss man schon unterscheiden. Aber der Terror des Islamischen Staates geschieht im Namen des Islam. Richtig. Ja, das ist schon so. Und dagegen müssen wir vorgehen. Die Anziehungskraft des Islams besteht nicht darin, dass man formal irgendwelche Gebote einhält, sondern die Anziehungskraft besteht darin, dass es eine spirituelle Religion ist, die den Einzelnen zu Gott führt. Es ist dass der Einzelne eine Möglichkeit hat, eine sehr lebendige Beziehung zu Gott auch zu führen. Und das, was aber passiert im Moment, was wir auch, wenn wir an den Islamischen Staat zum Beispiel denken, dass es halt diese Vermischung gibt. Also der Islamische Staat, diese Krise, die dort ausgelöst wird, ist ja nicht eine rein theologische. Da wird die Religion benutzt, es ist ein Vehikel, aber wir müssen schon die Rahmenbedingungen betrachten. Da würde ich gerne Frau James noch fragen. Sie sind politisch motiviert. Würden Sie denn sagen, das ist eine politische Geschichte oder ist es durch die Religion bedingt? Dadurch, dass es im Islam keine Trennung von Religion und Staat gibt, kann man gar nicht sagen, das ist politisch oder religiös, sondern das ist beides. Für den Islam hat von Anfang an der Staat gesprochen und an der Stelle des einen ursprünglichen islamischen Staates ist die islamische Staatengemeinschaft getreten. Und was ich hier ein bisschen schade finde, ist, ich glaube, das Problem des fundamentalistischen Islam wie bei ISIS ist, im Wesentlichen das Fundament des Islam. Und ich finde, wir haben über die Reform gesprochen. Ich finde, das ganze Thema dieser Sendung ist reformhindernd. Wenn man sagt, die missbrauchte Religion, dann setzt man ja voraus, dass das Fundament der Religion an sich okay ist und dass man den Islam gar nicht ändern muss. Und das stimmt ja nicht. Mohammed wird als Beispiel angeführt, als moralisches Vorbild. Das sehen Sie genauso wie alle anderen Muslime auch. Mohammed, wenn man Mohammed zum Vorbild nimmt, züchtet man Gewalt. Das heißt, man kann seinem Beispiel nicht folgen. Er hat über 800 Juden enthaupten lassen. Er hat in 7 Fällen die Ermordung seiner Kritiker. Also Sie sagen, die Gewalt ist im Islam begründet und es geht gar nicht anders. Es gäbe keine Möglichkeit, einen friedlichen Islam zu leben? Jedenfalls bekommen wir einen friedlichen und gemäßigten Islam nicht durch Leugnen oder Lügen, sondern durch Reformieren. Und die Reform, das überlasse ich natürlich der etablierten Theologie und das ist nicht meine Aufgabe als Ex-Muslimin. Und ich denke, auch gerade die Ahmadiyyas können eigentlich über die Reform des Islam gar nicht sprechen, weil sie gar nicht dazugehören. Ganz banal bei diesem Beispiel, weil es jetzt so viel diskutiert worden ist, des Handgebens. Also ich denke, über die Hand geben könnte man noch leichter diskutieren, wenn es daneben nicht die tausenden Zwangsheiraten und Ehrenmord gäbe und die tausenden Opfer. Und wir betreuen ja auch viele dieser Opfer. Und das mit dem Kopftuch und mit der Hand geben ist ja auch eine ein Zeichen für Apartheid. Ich bin in eine Koranschule, in einer Madrasa in Pakistan gegangen und unser Lehrer saß immer hinter einem Vorhang, weil Mann und Frau nicht sich in die Augen schauen dürfen. Und das hat jetzt einfach kulturelle... Nee, das ist gar nicht. Ja, aber
man muss sich verständlich machen. Also ich glaube, es hat etwas mit der Sexualität der Frau zu tun. Die Frau wird als eine Versuchung gesehen, deswegen, das haben wir in der Koranschule auch so gelernt, eine Frau muss sich verschleiern, damit der Mann durch ihre Sexualität noch nicht in Versuchung gerät, deswegen muss sie auch ihr Kopftuch tragen. Und ich habe etwas dagegen, als Sexobjekt abgestempelt zu werden. Und ich denke, diese Art von Begründungen, die werden Sie nie in Pakistan finden. Fragen Sie mal in Pakistan jemanden, warum man sich nicht die Hand geben darf. Natürlich, es ist ein Zeichen der Geschlechterapartheit und nicht, wie Sie das jetzt nun gerade erklärt haben. Warum, Herr Bittner, reden wir, warum, glaube auch, man kann als Frau damit leben, dass einem ein Mann nicht die Hand gibt, solange man das Gefühl hat, man hat irgendwie zumindest noch die gleichen Rechte. Deshalb würde ich ganz gerne mal nach Ihrer Erfahrung jetzt fragen. Wir haben jetzt viele Flüchtlinge bei uns mit einem anderen Hintergrund. Frau James, was sind jetzt Ihre Erfahrungen mit Frauen? Was hören Sie von den Frauen in den Flüchtlingslagern? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir kennen eine Frau, die zwangsverheiratet wurde und sie hat gegen die Gewalt des Mannes angekämpft, hat ihn auch immer wieder gemeldet. Dann hat die Polizei es eben dem Mann verboten, sich dem Haus zu nähern. Und sie hat auch geschafft, dass er war auf Asyl da, abgeschoben wurde. Jetzt ist er durch die Flüchtlingswelle wieder zurückgekommen. Und sie ist jetzt nicht der einzige Fall. Wir haben Frauen, die von ihren Familien flüchten, also es ist bundesweit ein Problem. Und diese Frauen bekommen vom Staat keinen Schutz. Und hier ist, glaube ich, das erste Problem, dass wir keinen Opferschutz haben für die, die sich wirklich integrieren wollen. Das heißt, die Integrationswilligen und die Opfer des Islamismus werden im Stich gelassen, während man Islamkonferenzen und alles Mögliche hat. Ich würde mir vielleicht mal eine Opferkonferenz wünschen. Was sind denn die Probleme der Opfer? Wir haben jetzt auch eine junge Dame, die ist gerade